Hallo. Freunde, wie im letzten Video angekündigt, habe ich euch ja mitgeteilt, dass ich vorhabe, mir ein zweites BMX aufzubauen aus meinen restlichen Teilen. Das Ganze werden wir jetzt machen und zwar habe ich den Philipp hier. Alles, was Beine hat. Auf jeden Fall, Freunde, ich habe ja noch meinen alten roten Rahmen. Und da sind noch ein paar Teile dran. Ich habe mir gedacht, ich habe so viele übrige Teile, restliche Teile, dass wir einfach uns ein zweites BMX zusammenbauen. Dass ich immer ein Fahrrad da habe, wenn Leute da sind irgendwie, dass die das benutzen können. Zum Beispiel Philipp, wir zusammen mal ein bisschen rausgehen können und einfach ein bisschen rumfahren können. Und dann ist das rote Fahrrad wieder zurück, ey. Schon geil. Wenn wir das Fahrrad zusammengebaut haben, Freunde, gehen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde raus heute. Heute ist auch gutes Wetter und fahren einfach nochmal eine Runde rum und testen das Ganze. Das ist ja quasi dann mein altes Fahrrad. Aber ich finde es ganz geil, wenn wir ein zweites auf jeden Fall da haben. Und ich dachte mir, die Teile liegen halt so alle im Keller einzeln rum. Warum baut man es nicht zusammen? So, ja. Ich würde mich natürlich jetzt schon mal wieder über eine positive Bewertung von euch freuen und natürlich über den einen oder anderen Kommentar. Und ganz wichtig, folgt mir auf Instagram. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt noch mal ein paar Sachen gekauft. Ich habe mir jetzt hier noch mal eine Gabel geholt in Chrom und einen Reifen, einen Mantel und noch ein paar Spacer. Und wir sind jetzt hier bei diesem Fortschritt schon. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch wirklich Vorderrad, Lenker und die Gabel. Philipp ist hier fleißig am Aufbauen. Ja, mein Fahrrad wird quasi dann aussehen wie mein allererstes, glaube ich, wie das rote Fahrrad. Bloß, ich hatte Chromfelgen, die habe ich jetzt nicht. Aber irgendwie haben wir jetzt wieder mein allererstes BMX, was ich bekommen hatte, von Kunstform wiederbelebt. Ist eigentlich auch geil. Ja, und ich hoffe, wir kommen jetzt hier voran und dann können wir gleich nochmal eine Runde rausgehen, Leute. Das Wetter ist übel gut. Das muss man nutzen bei diesen schlimmen Tagen. Mhm. Auch geil. Ist gerade wie so eine Fahrradwerkstatt irgendwie. Der ganze Boden voll mit irgendwelchen Fahrradteilen. Irgendwie nice. Ich habe noch nie meine Wohnung gezeigt, fällt mir gerade mal auf. Aber die muss ich euch auch nicht zeigen, weil die ist gar nicht so groß. Das ist gerade wie früher. Ich finde das gerade so lustig, dass dieses Fahrrad wieder existiert. Junge. Boah. Das ist wirklich wie früher, bloß ohne, ich finde es sogar jetzt, glaube ich, sogar noch geiler ohne die Chromfelgen. Das hat mir damals schon gefallen, oh, richtig geil. Einfach ein zweites BMX. Hätte mir mal jemand vor 10 Jahren gesagt, du hast mal irgendwann zwei BMX. Ich könnte wahrscheinlich sogar noch ein drittes machen, weil ich habe ja sogar noch einen Rahmen und noch ein paar Teile. Aber vielleicht gibt es im, ich habe ja schon mal gesagt, im letzten Video, im Frühling wird es bestimmt mal wieder eine BMX-Verlosung geben, Freunde. Also das heißt, es lohnt sich, auf Instagram zu folgen. So, jetzt machen wir das Ding hier fertig und dann gehen wir eine Runde raus. So, Freunde, wir sind jetzt ein bisschen draußen unterwegs. Das ist geil, Alter. Wir haben einfach mein erstes Fahrrad wiederbelebt. Dieses rote. Da hinten ist der Philipp am Fahren. Ich weiß gar nicht, ob man ihn erkennt, aber wir fahren ein bisschen rum. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich will auf jeden Fall damit mal fahren, weil das ist so leicht, dieses Fahrrad, Alter. Unfassbar. Aber sieht irgendwie schick aus, würde ich sagen. Lass mal kurz beide Fahrräder da nebeneinander stellen, da hinten. Oh, es ist so kalt. Also, Leute. Übel witzig, Alter. Das ist krass. Es ist einfach wieder da. Außen nichts. Ohne Chromfelgen. Hat aber irgendwie auch was. Ja, übel nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein zweites Fahrrad, was wir immer nehmen können, wenn irgendwie Philipp da ist, keine Ahnung, oder Max da ist. Übel geil. Finde ich nice. Ich muss mal kurz damit fahren, glaube ich. Junge, wie dünn das alles ist, oder? Guck mal, ich habe, wenn du die Reifen im Vergleich zu den Reifen, das sind ja, keine Ahnung, Weltenunterschied. Oh mein Gott. Das war mein Fahrrad? Oh mein Gott, man muss ja zurücktreten. Alter, das ist lustig, so leicht. Oh. Und? Ja. Oh mein Gott, nein. Ist ein Crack? Oh mein Gott. Fokus. Da. Ich raste aus. Ich raste aus, Alter. Können wir jetzt bitte einen Mitleidsdaumen nach oben geben und der dritte Link in meiner Beschreibung ist mein PayPal-Link. Sendet mir Geld für ein neues iPhone. Unterstützt mich. Scheiße. So, hast du keine Folie mehr drauf? Nee, ich habe extra die Hülle abgenommen, Alter, ja, vor ein paar Tagen. So ein Trottel. Junge, ich schwöre, dieses Handy habe ich erst neu. Nee, cool, dann fahren wir noch ein bisschen mit dem neuen Rad hier. Mach mal Wheelie, Junge. Kannst, krass, oder? Kannst du Wheelies? Dieses Fahrrad ist so leicht, das ist crazy. Ich darf jetzt bloß nicht zu lang damit fahren, weil immer wenn ich mit einem fremden, also was heißt fremden Fahrer, wenn ich mit einem anderen Fahrrad fahre, komme ich mit dem Fremden nicht mehr klar. Nice, Alter. So. Das ist so witzig, Alter. Das sieht so schön aus, hier dieses Fahrrad zu sehen. Let's go! Ich habe keine Ahnung, ob er mich verstehen kann, aber aus der kleinen Runde rausgehen ist jetzt wieder eine große Runde rausgehen geworden. Ich weiß nicht, ob er mich versteht. Hier ist so laut, Alter. Hier fahren so viele Autos. Crazy. Ja, aber nice, ich freue mich so. Genau wegen solchen Momenten haben wir das zweite Rad zusammengebaut.
Einfach, wenn ich Kumpel da habe, dass der auch damit rausfahren kann und wir können einfach ein bisschen rumfahren, Alter, so geil. Gibt nichts Besseres. Ey, es macht so Spaß. Oh, warte. Was wollte ich denn sagen, Alter? Es macht so Spaß. Einfach, das habe ich schon beim letzten GoPro-Video gesagt, einfach rausgehen, Alter, rumfahren. Jetzt zu zweit ist es noch geiler. Leute, vertraut mir, geht raus ins echte Leben und habt Spaß, Alter. Ist doch geil. Oder was sagen Sie, Herr Lerch? Ja, macht Bock, auf jeden Fall. Na, danke. Kann nur sein, dass man dich jetzt nicht so hört, weil ich hatte meinen Finger auf dem Mikro. Naja. Okay, dann fahren wir weiter. Yes, sir. Boah, Alter. Anstrengend bei dieser Temperatur. Ich habe so dick gewackelt. Es tut mir leid. Echt? Ja. Sieht man es aber? Weiß ich nicht. Wow! Alter! Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Die waren so nah. Weiterfahren, Mann. So. Wir sind ein bisschen wieder weitergezogen, Leute, und guckt euch das an. Alter, ich sieht auf der Kamera leider nicht so geil aus, aber Köln ist geil! Junge, Junge, Junge. Aber wunderschön. Tschüss, schon wieder Vogelattacke, Alter. Die wollen mich umbringen! Es sind diese Abende. Hier nächtige ich übrigens immer. Was? Hier nächtige ich. Hier schläfst du immer? Genau. So, jetzt guckt euch das Fahrrad nochmal an mit diesem Hintergrund. Das sieht auch schön aus hier. Und dieses Fahrrad auch. Ich bin immer noch so froh, ich könnte es dreimal sagen. 1, 2, 3. Hä? Es ist geil, Alter. Das ist so geil, dass wir jetzt so ein Ding haben, oder? Jetzt musst du nicht mehr mit deinem scheiß Roller hinterher düsen. Nein, Spaß. Jetzt musst du nicht mehr mit dem Roller hinterher düsen, sondern kannst einfach mein Fahrrad nehmen. Perfekt. Da rein. Jesu. Mach du mal einen Dreier raus. Dreier raus. 6. Zieh. Boah, der Wind. Ich schwöre dir, der Wind. Jetzt mach ich einen Wheelie. Nimm. Wheelie. Nice. Dankeschön, mein Schatz.